warum wir heute 12 Minuten schweigen. Aus dem Grund, wir lassen uns vom DFB nicht ficken. Wir wollen unser Ding durchziehen und lassen uns nicht von ihnen vorschreiben, wie wir es zu machen haben. Ja, dass er klappt. Die Erwartung habe ich an Boykott und ich mache mit beim Boykott, weil wenn ich mich nackt ausziehen will, dann gehe ich an den FKK-Strand und sicher nicht in so ein DFB-DFL-Zelt. Ist doch klar, warum wir heute boykottieren. Wir kämpfen die letzten bisschen Freiheiten, die wir noch haben in Deutschland. Es ist halt wichtig, dass man gegen diesen Staat und gegen diese DFL und DFB-Sache sich mal wehrt, weil was die da fabrizieren, das geht ja auf Kuhhaut mehr. Ich meine, Fußball lebt durch seine Fans, lebt durch seine Emotionen und die wollen eigentlich alles zerstören mit diesem scheiß Sicherheitspapier. Ich finde den Boykott berechtigt, damit die Leute auch mal mitkriegen, um was das es geht. Allerdings hoffe ich, dass es der Mannschaft nicht schadet und wir trotzdem das Spiel halt gewinnen. Die scheiß DFL mit dem scheiß Sicherheitsblatt, die sollen uns einfach in Ruhe lassen und erstmal auswärts fahren, weil die haben einfach überhaupt keine Ahnung. Also bei den Spielen gestern ist saugut rübergekommen. Das gelobt haben sogar von den Berichterstatter von Sky, was mich gewundert hat. Aber wenn die Tagung am 13.12. gewesen wäre, wäre es ein origineller gewesen. Ich hoffe, dass die Leute, die im Moment noch zum Fußball gehen, mit dem Boykott endlich auch aufwachen, das ganze Medien- und Presse-Scheiß ausblenden und sich für sich überlegen, welchen Fußball sie eigentlich wollen. Also den Boykott finde ich auf jeden Fall super, weil endlich mal gezeigt werden muss, was überhaupt hier abgeht im Stadion. Erstens, wer zuständig ist für die Stimmung. Und zweitens, dass man mit uns als Fans einfach nicht so umgehen kann. Also ich finde, der Boykott ist notwendig, weil es einfach mal so weit ist, dass die Leute checken, dass man ins Stadion gehen kann. Du musst einfach davor keine Angst haben, dass irgendwelche Leute kommen und dich einfach so dermaßen zusammenprügeln. Die Leute gehen ins Stadion, dass sie zum Fußball gehen können. Und so soll es auch bleiben und so ist es auch. Auch wir von der Fanbetreuung sind heute natürlich sehr gespannt, wie sich der Stimmungsboykott in den ersten 12 Minuten in unserem Stadion anfühlen wird und fragen uns natürlich, wie viele solche Spieltage wir benötigen, dass die Stimme der Fans in Zukunft vielleicht etwas mehr gehört wird. Also bekräftigt bei der ganzen Frage, in der ganzen Sache, dem ganzen Vorhaben, das wir haben, hat mich die Woche ein Gespräch mit einem Menschen, der eigentlich noch nichts von unserem ganzen Vorhaben für die nächsten drei Spieltage wusste und auch der sonst nicht sehr viel mit der Szene zu tun hat, indem er einfach gesagt hat, dass es wohl augenscheinlich schon so ist, dass das ganze System mit ihren ganzen Medien uns absichtlich klein halten möchte, beziehungsweise das ganze Bild-Zeitungsvolk ganz einfach klein halten möchte, dass die schon glauben werden, was da überall steht und das Bild eben vom bösen Ultrashaufen und den bösen Szenen in den Köpfen bleibt. Deswegen sagte mir dieser Mensch auch, dass es wohl die einzige Sache ist, wie wir das Ganze vielleicht noch irgendwie umbiegen können. Das sind nicht mehr die großen Kommunikationswege, die wir haben, sondern wir müssen die Leute einfach an den Eiern packen, ihnen die Emotionen nehmen, die sie so vermissen. Die Emotionen fangen einfach da an. Wenn die Choreo aufhört, erwartet jeder von uns, dass wir den Funken auf die Kurve überspringen lassen. Und es wird wohl eine der letzten Chancen sein, die wir haben, wenn wir den Leuten einfach das Gefühl im Fußball, vom Fußballgrund auf nehmen, eben ganz einfach, wenn sie diese Gänsehaut nicht mehr haben werden. Yeah.
again, and we haven't done that in a while. My lonely friend, we need to go and dance. Warum boykottieren wir heute? Weil die Stimmung eh schon immer scheiße war, Alter. Nee, Blödsinn. Weil das DFL-Sicherheitskonzept einfach scheiße ist. Ganz genau. Weil die nur Scheiße erzählen. Und wir nicht zulassen, dass die in unserem Sandkasten also aufführen. Vor 30 Jahren war es gefährlicher, auswärts zu fahren und da ist mehr passiert wie jetzt. So sicher wie heutzutage waren die Stadien nie. Und die machen da aus jedem Furz ein Drama. Und pauschen es auf und dann wird es in der Presse durch den Kakao gezogen und dann ein Skandal. Siehe Relegationsspiel in Düsseldorf. Die Fans wollten feiern und was machen die Herren ich Polizisten? Dir, ne? Ein Weltgericht machen es draus. Scheiße, und dagegen muss protestiert werden. Das kann so nicht weitergehen. Aus.